2012 zusammen mit Sharon LeBlanc O'Toole die Anthologie The Little Book of Big Visions, How to be an Artist and Revolutionize the World herausgegeben. Gerade liegt es hier vorne, wir haben nur ein Ansichtsexemplar hier, aber ich kann es allen sehr ans Herz legen, da zumindest mal reinzugucken oder es auch zu kaufen. Und aktuell arbeitet Sandrine an ihrer Doktorarbeit in Politics in Ghana an der Theresienskunsthochschule in Kosovo. Übergebe ich dir das Wort. Politische, künstlerische Arbeit, aber auch für Aktivismus im Kulturbetrieb bedeuten.
Wir merken hier, dass Protest bei ihr nicht zwangsläufig eine negative Konnotation hat, aber auch keine positive, und das ist eher so als ein auf halbem Wege verhungerter Widerstand oder so fungiert. Also eine Handlung, die irgendwie nicht so weit gehen könnte. Ich finde ihre Positionierung von Verweigerung als Protest und eben nicht als Widerstand aber ein bisschen zwiespältig, weil ich glaube, dass gerade für schwarze Menschen und Menschen of Color Widerstand, also das Nicht-Mitmachen, ganz oft großes widerständiges Potenzial geborgen hat, auch immer noch birgt. Und weil ich glaube, dass der Handlungsspielraum von Leuten, die sich in extremen oder drückenden Situationen finden, oft gar nicht mehr zulässt als eine Verweigerung. Es gibt ja auch extreme Formen der Verweigerung, zum Beispiel Hungerstreiks, die sind ja auch in den letzten zwei Jahren gerade in den Medien in der Flüchtlingsbewegung, Selbstmord oder eben selbst so extreme Aktionen wie das Ermorden der eigenen Kinder angesichts von Sklaven und so weiter. Häufig bewirkt er aber auch eine individuelle Verweigerung, die gar nicht unbedingt politisch motiviert sein muss, auf passiven Widerstand von einer kollektiven Gruppe. Und eines der vielleicht bekanntesten Beispiele ist wahrscheinlich Rosa Parks und die Fußballklasse, die dann auch folgten, auch wenn die natürlich nicht ganz so zufällig waren, wie es vielleicht immer dargestellt wird. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wenn wir eine Handlung versuchen zu beurteilen, ist es Protest oder ist es Widerstand, wir immer auch schauen müssen, aus welcher Position heraus agiert jemand, welchen Handlungsspielraum haben Leute dabei, welche Privilegien und wie viel Macht ist da im Spiel. Denn davon hängen ja auch die Konsequenzen ab. Also Rosa Parks hat zum Beispiel für eine Handlung, die für die meisten von uns heute hier wahrscheinlich wenig Konsequenzen hatte, ist eben nicht nur verhaftet, sondern auch verurteilt worden, hat ihren Job verloren und bekam jahrelang Morddrohungen im Anschluss. Und ich glaube, dass gerade im Kunstfeld diese Frage des Mitmachens ganz besonders wichtig ist, weil ja affirmierte Institutionen häufig eben auf Ausbeutung, aber auch auf der Selbstausbeutung von KünstlerInnen und Künstlern, auf der Aneignung von politischen Themen und so weiter, beruhen und darüber hinaus in einer kapitalistischen Struktur verankert sind. Also die Frage, ob man überhaupt in diesen Institutionen widerständig gemeinsam agieren kann oder sollte, ist eigentlich nicht beantworten kann, aber wie vielleicht ich jetzt mal so in den Raum stellen. Ein Beispiel dafür, wie widerständige Praxen, also Praxen, die eigentlich als widerständig sozialisiert worden sind, durch dominante Strukturen angeeignet werden und und die Schwierigkeit, die sich daraus ergibt, also eben aus zum Beispiel weißer rassistischen Institutionen heraus widerständig zu handeln, ist zum Beispiel Political Whiteness, die inzwischen ja fast ausschließlich als wissenschaftliche Disziplin verstanden wird und auch als eine solche öffentlich kritisiert wird, obwohl natürlich nicht ihren Ursprung in der Akademie hat, sondern eigentlich schwarzes Handeln ist. Und um zu verdeutlichen, was ich damit meine, habe ich auch noch eine kleine Anekdote. Und zwar die Geschichte von Ellen und William Draft, die 1840 aus der Versklavung in den USA nach Kanada geflüchtet sind. Ellen Draft war die Tochter einer Versklavten und eines weißen Plantagenbesitzers, was es ihr eben ermöglichte, als weiß zu persen. Und diese Tatsache nutzte sie aus, um gemeinsam mit ihrem Mann William, verkleidet als ein männlicher, weißer Plantagenbesitzer, mit ihrem Mann William, der sich als ihr Sklavte ausgab, eben quer durch die USA zu flüchten, das ist wahrscheinlich eine der bemerkenswertesten Fluchtgeschichten, es gibt ja ganz viele verschiedene davon, und Leute waren unglaublich kreativ in ihren Versuchen, mit dem Sklaven zu entkommen. Was dann auch bemerkenswert ist auch die Tatsache, dass die beiden ein unglaublich detailliertes Wissen haben mussten über eine Welt, von der
die sie vorbereiten mussten in einem ganz, ganz eingeschlossenen Handelsspielraum. Beide konnten weder lesen noch schreiben, deswegen hatte Anne Craft ihren Arm in einer Schlinge auf, um zu vermeiden, dass sie in Situationen gerät, wo sie Papier runterschreiben muss zum Beispiel. Beide konnten sich natürlich nicht frei bewegen, wie sie wollten. Was sie aber konnten, war, sie schöpften aus einem kollektiven Wissensarchiv, das schwarze Menschen vor ihnen schon angelegt, gepflegt und eben auch vermittelt hatten. Und Critical Whiteness ist eben Teil eines solchen kollektiven Wissensarchivs. Critical Whiteness ist also Handlungswissen, also ein Wissen, das aus einer Notsituation heraus über Jahrhunderte entstanden ist und dazu benutzen sollte, dass schwarze Menschen in einer weiß dominierten rassistischen, gewaltvollen Gesellschaft überleben können oder in diesem Fall eben dieser Situation entkommen können. Während ich der Meinung bin, dass Critical Whiteness auch heute auch in der Akademie sehr hilfreich sein kann, gerade um auch weißrassische Wissenschaft zu hinterfragen. Und natürlich benutzen Leute das auch in der Akademie ganz unterschiedlich. Und es gibt auch viele schwarze Menschen, die zu Critical Whiteness erforschen. Aber dennoch wird Critical Whiteness häufig zweckentfremdet und vor allem eben diese Zusammenhang aus Handeln und Wissen ganz oft dabei entkoppelt. Häufig bedient Critical Whiteness dabei die Exklusivität der Akademie mit all den Ausschlüssen, die damit einhergehen. Es wird häufig schwarzes Wissen von weißen Wissenschaftlerinnen verwendet, ohne seine Herkunft zu benennen und vor allen Dingen ohne schwarze Menschen dabei als bezahlte Expertinnen mit einzubeziehen. Critical Whiteness dient damit häufig weißen Menschen als Karrierebeschleuniger. Während sich an bestehenden Machtstrukturen und Privilegien in der Akademie nichts ändert. Wirklich sogar diese Strukturen weiterhin aufrechterhalten werden durch die Verwendung. Damit komme ich jetzt tatsächlich zu Kalamia Salam und seiner Definition von Protest und Widerstand. To protest is implicitly to accept the authority of the existing system and to appeal for a change of mind on the part of those in power and those who make the body politic. To resist, on the other hand, is to fight against the system of authority while seeking to win over those who make the body politic. Winning over is more than simply asking someone to change their mind, it is also convincing someone to change their way of living. Also wir sehen hier, es ist wirklich sehr unterschiedlich von der Definition von Ulrike Meinhof vorher. Beide betonen, dass Widerstand immer auch einschließt, andere mitzunehmen und andere vor allem zum aktiven Handeln zu bewegen. Und beide verorten Protest eben als etwas, was in den meisten Fällen scheitert, weil es sich dabei an falschen Menschen für die falschen Fragen gerichtet wird. Kalamia Salam ist noch so eine der anderen Gesichtspunkte, unter denen er Protest, vor allem Protestkunst und Widerstandskunst definiert, die ich jetzt auch noch einmal kurz erwähnen möchte. Protestkunst ist für ihn eine Kunst, die sich zwar kritisch äußert, die aber weiterhin innerhalb des Bedingungsrahmens etablierter Kunst- und Kulturinstitutionen agiert. Das heißt, sie verwendet die Sprache aus diesen Institutionen, die meistens exklusiv ist, die nur von Mitgliedern dieser Institutionen überhaupt verstanden werden kann. Sie findet in Räumen statt, zu denen bestimmte Menschen Zugang erhalten. Und sie orientiert sich auch in ihrer Ansprache an dominantem weißem Wissen und auch Nichtwissen. Das heißt, es wird dann immer ganz viel erklärt. Vor allen Dingen aber stört sie eben die Hergänge in diesen Institutionen durch. Weiterhin definiert Protestkunst Erfolg als Anerkennung im Rahmen des Status quo, also Anerkennung durch genau diejenigen, gegen die sie eigentlich protestieren möchte. Und genau deshalb ist Protestkunst so leicht zu instrumentalisieren, weil sie hilft den Institutionen dabei, sich als kritisch zu verorten, während sich an den internen Strukturen überhaupt nichts verändern muss. Und auch die Privilegien nicht angegriffen werden, die da existieren. Und deswegen ist Protestkunst zwangsläufig immer irgendwann hip. Wir denken da zum Beispiel an Webgame. Widerstand auf der anderen Seite ist für Kalamia Salam, jedes negative Ja der Unterwerfung zu konfrontieren und in ein mächtiges, widerständiges Nein zu verändern. Widerstand auf der Kunst ist
potenziellen Wohlstand, der durch die Anerkennung im Rahmen des Status quo entsteht, und versucht stattdessen, ich zitiere, in Solidarität mit all denen zu arbeiten, die in anonymer Armut leben, kämpfen und sterben. Und das heißt also auch, dass hier Widerstand auch über die Grenzen der Kulturinstitutionen, weit über die Grenzen hinaus definiert wird, sodass er eben auch gesamtgesellschaftlichen Impact haben kann. Widerstandskunst hat die Aufgabe, politisches Bewusstsein zu erzeugen, indem wir, Zitat, dort anfangen, wo unsere Nachbarn sind und von da aus dort aus weitergehen. Das heißt also eben nicht in den Institutionen anzufangen, mit Sprache und Bildern, die nur einigen wenigen lesbar sind, sondern wirklich da anzufangen, wo die Leute zu finden, um die es eigentlich gehen soll. Ich habe ja gerade schon mal gesagt, dass es einige Projekte gab, die ich schwierig fand in den letzten Jahren. Eins davon war der erste Serge Mauerberg, das Zentrum für politische Schönheit. Und das möchte ich jetzt gerne nochmal aufgreifen, um vor dem zu den Aspekten, die ich jetzt gerade erwähnt habe, zu gucken, wie sich dieses Projekt im Spannungsfeld zwischen Kunst und Aktivismus verorten lässt, aber auch in welchen Verhältnis das steht zu Protest und Widerstand. Und dazu hier einmal erstmal die Selbstdefinition des Zentrums von ihrer Webseite. Das Zentrum für politische Schönheit ist eine Sturmtruppe zur Errichtung moralischer Schönheit, politischer Poesie und menschlicher Selbstgesundheit zum Schutz der Menschheit. Grundüberzeugung ist, dass die Lehre des Holocaust durch die Wiederholung von politischer Teilnahmslosigkeit, Flüchtlingsabwehr und Freiheit angewandt werden und dass Deutschland aus der Geschichte nicht nur lernen, sondern auch handeln muss. Das ZDS betreibt eine parallele, stürmende deutsche Außenpolitik, die auf Menschlichkeit als Waffe setzt. Von Bosnien-Herzegowina über Aleppo bis in die Waldberge von Manila künden die Aktivisten der Kunst als fünfter Gewalt im Staat. Also das kann man jetzt vielleicht also ein bisschen, ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen großen Wahnsinn ist, ob das mit Absicht so ist oder ob das Zufall ist. Für diejenigen, die das Projekt vielleicht nicht kennen oder es verpasst haben, der erste europäische Mauerfall trug sich zu oder auch nicht letztes Jahr anlässlich des 125. Jahrestages des Falls der Berliner Mauer und der Festlichkeiten, die darunter in Berlin stattfanden. Und als Auftakt dieser Aktion des Zentrums wurden eben einige von diesen Kreuzen, die wir hier sehen, die normalerweise am Reichsplatzufer aufgehängt sind, um eben zu erinnern an die Menschen, die bei der Überquerung oder dem Versuch der Überquerung der Berliner Mauer zu Tode gekommen sind, entfernt. Und es gab dann ein Statement vom Zentrum für politische Schönheit, dass diese Kreuze an die europäischen Außengrenzen gebracht werden sollten, um dort mit Hilfe von 100 friedlichen Revolutionären, Zitat, die Mauer zu Fall zu bringen. Ziel des Projektes war es natürlich, auf einen Doppelstandard aufmerksam zu machen, bei dem einerseits eben Menschen, die geflüchtet und dabei zu Tode gekommen sind, erinnert und geehrt werden und auf der anderen Seite teilweise täglich hunderte von Menschen, die im Mittelmeer ertrinken und das interessiert niemanden. Deshalb fand ich diese Aktion zunächst eigentlich ganz gut, also interessant, vor allem auch den Aspekt oder die Idee Kunstfreiheit, die ja in den letzten Jahren immer öfter auch genutzt wurde, um rassistische Bilder, rassistische Sprache zu legitimieren, jetzt hier einmal zu mobilisieren und Widerstand zu leisten. Auf den zweiten Blick habe ich aber so einige Sachen manifestiert, die ich sehr, sehr schwierig fand. Dazu gehört auch, wie das Projekt dann weitergeht von dort aus. Zum einen, wenn man sich die Webseite des Zentrums anschaut, fällt auf, dass es keine Benennung von geflüchteten Selbstorganisationen gibt dort. Und das, obwohl es ja gerade zu diesem Zeitpunkt zum allerersten Mal vielleicht ist. Diese Organisationen gibt es natürlich schon sehr, sehr, sehr viel länger. Aber gerade im letzten Jahr, aufgrund der Ereignisse auf dem Oranienplatz und in der besetzten Schule in der Ullauer Straße, gab es eigentlich eine ziemlich große Medienresonanz, die nicht immer positiv war, aber zumindest gab es eine rund um die Aktion von diesen Selbstorganisationen, dass man eigentlich hätte wissen müssen, dass es die gibt. Stattdessen werden Geflüchtete dort immer nur als passive Opfer sichtbar, beziehungsweise als, jetzt auch ein Zitat, zukünftige Mauertote. Es gab auf der Webseite dann einige Fotos, auf denen Geflüchtete in der
nicht sichtbar. Dann gab es einen schnellen Aufruf auf der Seite, der aber nur für das Zentrum war, also nicht für die Selbstorganisation der Geflüchteten. Und das obwohl gerade zu dieser Zeit aufgrund der Räumung des Hochplatzes und auch aufgrund der Räumung in der Ullauer Straße hunderte von Menschen selber auf der Straße saßen. Es fehlt an Essen, es fehlt an Unterkünften, es fehlt an Kleidung und so weiter. Für dieses spezifische Projekt wurden dann online über eine Crowdfunding-Kampagne 39.000 Euro akquiriert in 5 Tagen. Und ich habe dann mal nachgefragt, was mit diesem Geld passiert ist, und mir wurde gesagt, dass es hauptsächlich, dass ein großer Teil in die Busfahrt investiert wurde, mit der dann eben hauptsächlich weiße Künstlerinnen und Künstler an die europäischen Außengrenzen gebracht wurden, dort eine reine symbolische Aktion durchzuführen. Jetzt kann man eben ein Jahr später, da kann man eben schauen, was waren denn die Auswirkungen von diesem Projekt. Das kann man natürlich nicht immer ganz genau festlegen. Man weiß ja nicht, woher jetzt auch diese plötzliche Willkommenskultur zum Beispiel kommt, ob das noch was mit diesem Projekt zu tun hat oder mit den Aktionen der Selbstorganisation, das ist schwer zu sagen. Eine der Auswirkungen ist auf jeden Fall, dass man sehr viel häufiger, zum Beispiel mit dem Buch, einen der Frontmänner des Zentrums auf Podien herumsitzen sehen konnte. Es hat sich nicht gezeigt, dass dieser unglaubliche Support, der da sichtbar wurde in diesem Projekt, sich übertragen ließ in Solidarität mit diesen Selbstorganisationen, also von Menschen, die betroffen sind, die hier vor unseren eigenen Haustüren einfach diese Kämpfe führen. Es erscheint auch, wenn man sich die Webseite so also anschaut, so als hätte das Zentrum die politische Schönheit diese Problematik als allererstes zum ersten Mal thematisiert. Und deshalb ist sozusagen mein Eindruck in diesem Projekt letztlich, dass es sich hierbei um Aktivismus handelt, der in den Dienst der Kunst gestellt wird und nicht umgekehrt. Ja, aus all diesen ganzen Überlegungen ergeben sich für mich so einige Konsequenzen, also eben als jemand, der an der Schnittstelle von diesen verschiedenen Feldern arbeitet, also eher für die Praxis. Zum einen einige Fragen, ich denke, die sich alle stellen sollten, die gerne mit politischen Themen künstlerisch hantieren möchten und möchten, dass ihre Projekte eben Widerstand sind und nicht Protest. Und sicherlich kann man da noch einige Fragen hinzufügen, aber das sind vielleicht so die mir zuerst dazu eingefallen sind. Wie sind wir betroffen? In welchem Handlungsspielraum agieren wir? Wer sind die Menschen, die in unserem Kontext schon länger aktiv sind? Wer sind die Expertinnen? Also, wie wirken sich unsere Entscheidungen auf deren Arbeit aus? Wie können wir diese Einbeziehungen sichtbar machen? Wollen wir es überhaupt? Was kann unsere künstlerische Arbeit zu diesen Kämpfen beitragen? Kann sie etwas beitragen? Ist Kunst das richtige Mittel? Woher kommen unsere Ressourcen? Wer sind unsere Unterstützerinnen? Wie sind sie involviert? Auf der anderen Seite für Schwarze und für Künstlerinnen, die sowieso in den meisten Fällen wenig bis keinen Zugang haben zu den Institutionen und auch nicht zu den Ressourcen, kann die anscheinend teilweise schon darin liegen, einfach trotzdem weiter Kunst zu machen, trotzdem weiter zu schreiben, trotzdem weiter aufzutauchen. Und das ist eben ganz wichtig, damit die Kreation von Bildern stattfinden kann, die von uns sind, über uns, für uns und nicht von anderen über uns gefertigt werden und auch um eben Wegsebenen für andere POC und schwarze Künstlerinnen, die vielleicht nach uns kommen würden. Einige von euch haben vielleicht die Emmy-Rede von Viola Davis bekommen in der letzten Woche, in der sie sagt, you cannot win an Emmy for roles that are simply not there. Aber Widerstand liegt eben auch gerade darin, den Mut zu haben, uns mit der eigenen Kunst an die Menschen zu richten, mit denen wir uns solidarisieren wollen, ob das jetzt unsere Brüder und Schwestern sind oder eben andere Menschen, ist dabei unwesentlich. Und uns eben nicht von weißen, männlichen, westlichen etc., also
eine Konferenz, die in 2 Wochen stattfinden wird, in der UDK. Und ich erzähle jetzt nochmal ganz kurz zum gefühlten 500. Mal die Geschichte, wie diese Konferenz zustande gekommen ist. Der Moment der Vergangenheit ist der jetzt. Und zwar gab es im Deutschen Theater Anfang letzten Jahres eine Konferenz mit dem Titel Mein Gap: Zugangsbarrieren zu kulturellen Angeboten und Konzeptionen niedrigschwelliger Kulturvermittlung. Und was eigentlich dahinter steckte, war die Universität Hildesheim, die das organisiert hatte, wollte gerne gemeinsam mit anderen Expertinnen herausfinden, warum ist es so, dass Menschen mit Migrationshintergrund aus nicht westlichen Ländern, Menschen mit Behinderung, arme Menschen und junge Menschen nicht in unsere sogenannten Hochkulturinstitutionen kommen. Und auf dieser Konferenz waren aber leider keine Menschen eingeladen, die zu diesen Gruppen gehörten, weder im Publikum noch auf dem Podium noch als Organisatorinnen. Und darüber hinaus wurden eben auch die ausschließenden Strukturen nicht erwähnt, also Rassismus, Sexismus, Ethnismus und so weiter, die eben dafür sorgen, dass diese Menschen dort nicht keinen Zugang erhalten, nicht nur als Publikum, sondern eben vor allen Dingen auch nicht als Autorinnen und auch nicht als Entscheidungsträgerinnen. Und deswegen hat sich eine Gruppe von Kulturarbeiterinnen, bestehend aus unter anderem dem Jugendtheater, dem Jugendtheaterbüro, der Initiative Bühnenwatch, aber auch vielen unabhängigen Kulturarbeiterinnen und Wissenschaftlerinnen zusammengeschlossen zum Bündnis kritischer Kulturpraktikerinnen und sich entschieden, in diese Konferenz hinein zu intervenieren. Und zwar mit einem Flyer, der inspiriert war von dem Flyer des Deutschen Theaters, der aber ein fiktives Konferenzprogramm montiert, für eine Konferenz, die hieß Mind the Trap, Vermittlungsstrategien zur Überwindung von rassistischen Strukturen in deutschen Kulturinstitutionen. Das haben wir dann gemacht, da gibt es auch ein Video. Ich habe das jetzt nicht vorgesehen, das hier nochmal zu zeigen. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt schon ein Jahr her, das haben die meisten auch schon gesehen. Könnt ihr euch aber online angucken auf unserem Blog. Und jetzt haben wir eben diese fiktive Konferenz in eine echte Konferenz verwandelt, die an der teilnehmen könnt. In 2 Wochen an der UDK. Konferenz heißt jetzt: Vernetzt euch, Strategien und Visionen für eine diskriminierungskritische Kunst- und Kulturszene. Wenn ihr daran teilnehmen möchtet, dann könnt ihr euch da anmelden auf unserer Webseite, deren Adresse ich jetzt nicht auswendig weiß, aber ich habe Flyer mitgebracht, die ihr euch mit nach Hause nehmen könnt. Ich glaube, es gibt noch 3 Tage auf die Anmeldung noch, dann ist es vorbei, es ist auch schon relativ voll, also solltet ihr euch beeilen, wenn ihr teilnehmen möchtet. In der Konferenz wird es nicht darum gehen, noch einmal die Missstände des deutschen Kulturbetriebs aufzuklären, die wir alle inzwischen ganz gut kennen, sondern eher darum, gemeinsam über Alternativen nachzudenken und Möglichkeiten, das zu verändern. Als allerletztes noch ein Zitat, das gleich kommen wird. Und Hans Walker. Ich bin es auch nicht. Dieses Ding ist das Equal Job. Protest, wann Widerstand und uns
Angriff von Außenpolitik zu sagen. Also ich fand das so vielsagend, ich war gerade echt so, okay. Also, und das ist, glaube ich, extrem wichtig, weil für mich ist das eine Ironie, die eben auch in den Projekten schon fast in den ja, Zynismus übergeht. Also diese Selbstdefinition kann ich nicht, ich kann die schon nicht mehr ironisch lesen. Ich finde das krass. Also ich finde das krass, dass letztlich das halt das System wieder schüttert. Und das ist tatsächlich, weil ich habe ja gesehen, nächste Woche ist die Jahrestagung der Gesellschaft für Medienwissenschaften und die Wiedereröffnung vom Zentrum für politische Schönheit. Nächste Woche findet die Jahrestagung der Gesellschaft für Medienwissenschaften statt und die wird eröffnet vom Zentrum für politische Schönheit, habe ich gestern im Flyer gesehen. Also, das ist genau das, was du auch beschrieben hast, dass es ja wie ein Karriereboost ist, sozusagen, sich diese Themen anzueignen und zack, sind diese Protagonisten halt in den Institutionen. Ja, deswegen, ich frage mich halt auch nur, was wirklich sowohl Protesten auch als Widerstand, als Teile von visueller Kultur zu überhaupt wirklich taugen, weil ich auch mir genauso auffällt, und zwar in unterschiedlichen geografischen Kontexten, politischen Kontexten und so weiter, dass auch, also tatsächlich beide Begriffe auch aufgerufen werden, um eine Kreditkarte zu sein für Künstlerinnen und Künstler. Und das müssen jetzt nicht mal so, also das ist ja aus der Frage, dass das Problem ist, weil das wirklich das Zentrum für politische Schönheit eine Katastrophe ist. Aber ich meine, wir haben das auch gesehen mit Arab Spring, wie dort sehr viele ägyptische Künstler und so weiter dann gehypt wurden, Gezi-Proteste in der Türkei, Black Arts Movements von den 60er Jahren. Also das deswegen bin ich mir gar nicht wirklich, also was das auch da, also hat das ja, ne, so inwiefern überhaupt Kunst und Kultur, also aus einer bestimmten Symbolik, die man vielleicht interpretativ dann irgendwie für eine politische Auseinandersetzung mit Dingen benutzen kann, aber Künstlerinnen und Künstler als Kulturschaffende und Produzenten und Figuren tatsächlich wirklich Widerständen sind oder eben immer noch Teil davon. Also, ne? Es ist, ich meine, guck dir die Genozid-Szene an. Ich denke, glaube ich, einfach so, ach, was? Ein bisschen langsamer, dass Stacey noch ein bisschen übersetzt. Also, ich wollte noch dazu sagen, ne, weil einer, man sieht halt, ne, dass eben Erinnerungskultur eben gewählt wird auf eine bestimmte Art und Weise, eine also staatliche, nationalistische Geschichtsschreibung, als Erinnerung, aber dann hast du eben auch so diese Akteurinnen und Akteure der Kunst, die dann eine inoffizielle Version von Erinnerungskultur irgendwie schaffen wollen, die aber in dieser Hierarchie dann auch nur einzeln drunter ist, aber auch nicht wirklich eben in der Stelle ist. Ich finde beides problematisch. Ich weiß nicht, inwiefern, also ne, Gorki macht ja auch mit dem zusammen und hatte großes Festival über den armenischen Genozid. Und klar ist das toll, dass es diesen Raum gibt, weil es ihn zum Beispiel in der Türkei nicht gibt, aber gleichzeitig wird auch eine andere offizielle Version geschaffen, die auch für geschichtlich gerecht wird. Oder wenn man eine Ausstellung zu dem Büroaufstand macht oder eben zu dem Raum, wo man sich auch fragen kann, ist das wirklich, wird das der Sache gerecht in diesen Räumen? Widerstandskunst, dass es auch, glaube ich, so ein bestimmtes Bedürfnis gibt da drin, zu versuchen, außerhalb des Status oder neben dem Status quo reinzukommen. Aber ich frage mich auch, inwieweit es bestimmte Dinge, die sich nicht so einfach trennen lässt, weil man in ganz vielen Situationen immer wieder verstrickt ist. Dann, was du zum Beispiel vorgestellt hast, auch noch dann Fragen von Institutionalisierung, was passiert da drin? Oder wenn wir Projekte machen, wie sind wir gebunden an Förderung? Was für Arbeitsbedingungen können wir überhaupt ermöglichen? Und aber auch, wie trägt die Förderung dann? Aber andererseits, wenn wir auf bestimmte Geldgeber verzichten, wie ist dann die eigene Arbeit wieder endlos prekär und selbstausbeuterisch und so weiter? Das ist, finde ich, sehr schwierig, diesen Wunsch des Außerhalbs dahin gerecht zu werden. Ja. Nee, also wir sind ja ganz so weit, ich bin ja so weitergehen, ich wollte es nicht nur sagen, als die Definition ist von dem Zentrum. Ich glaube, da ist einfach die Frage, ist etwas überhaupt positioniert?
ist, sondern ich fand nochmal wichtig, was du gesagt hast, also auch anschließend das, was du gesagt hast. An einer Stelle ist es Kunst, die sich aus dem Aktivismus bedient, oder ist es Aktivismus, der sich der Kunst bedient? Aber das ist schon eine ganz spannende Frage. Also, weil ich fand auch, es gab auch ganz viele Momente, wo ich das Gefühl hatte, also gerade letztes Jahr am Wahlabend, gerade, weil ich habe gerade darüber nachgedacht, es wird nächstes Jahr ein Theaterstück geben im English Theatre Berlin. The Most Unsatisfied Town ist ein Stück basiert auf der Geschichte von Uri Jalloh. Und ich habe gerade nachgedacht, wow, ist das eine von diesen Beispielen, wo etwas genommen wird und es wurde von einer African American geschrieben, ich habe damit gearbeitet, ich bin Britin. Also ist das etwas, was wir jetzt weggenommen haben von der ursprünglichen Bewegung? Ich habe darüber gerade nachgedacht, aber ich glaube, wie ich das für mich löse gerade, ist, dass es diese Balance gibt, dass ich versuche, immer wieder, soll ich sagen, immer wieder meinen Aktivismus so nah an den Menschen wie möglich zu halten und immer in Absprache mit denen und dann Sachen weiterentwickeln. Aber ich muss mich immer wieder in diese Frage, ich glaube, oder? Ich weiß es nicht. Ja, wahrscheinlich ist das nicht einfach. Das ist gar nicht möglich.
Ich habe es versucht. Das ist nicht möglich. Ah, okay. Das ist auch schon ein anderer Versuch. Dass sie unterstützt. Also, wir tun zu treten. Sie hatte eingeladen zu einer Beerdigung auf dem muslimischen Friedhof in Gartum. Eine syrische Frau, die aus einem italienischen Massengrab ausgegraben wurde, begraben werden sollte. Da wurde dann das Ensemble und in so eingeladen. Das war ja die erste Aktion, für die sie die Tod bekommen. Ne? Und daraufhin habe ich gedacht, das geht gar nicht. Also ethisch geht das gar nicht. Ich würde das Katastrophe. Ne? Wie kann man eine Frau einfach aus dem Massengrab nach Berlin holen? Ne? Ja, ja, aber die Familie war mit inkognito dabei, wegen den Medien. Das ist ja alles Medienspektakel. Und ich, wie gesagt, ich finde das im Sinne, den, also ethischen Ansatz katastrophal. Daraufhin wurde mir dann die Freundschaft gekündigt und alles. Also das ist dann ganz schnell. Jeder muss ja sagen bei solchen Aktionen. Das sind ja Massenaktionen. Da waren ja 5.000, 6.000 Leute involviert. Wenn da jemand Nein sagt oder mehrere Leute Nein sagen, fühlen sie sich ja bedroht. Das sind ja Retterinnen und Retter. Ne? Also und die, sie sehen sich in dieser Funktion. Deswegen, sie wissen ja selbst, dass sie nicht die Opfer sind von Frontex. Ne? Und das ist denen klar. Deswegen finde ich, kann man eigentlich auch nicht viel das entschuldigen, weil sie sich genau dort positionieren. Ich wollte es nicht entschuldigen, aber ich dachte nur, auch mit der Gemeinde gern, also ich möchte sowas gar nicht entschuldigen, weil ich finde es nicht okay, dass ich aus der Gesellschaft ausgegrenzt bin. Das ist nicht mein Wunsch und das finde ich auch nicht in Ordnung. Aber ich fühle trotzdem so einen Druck, dass ich da noch mehr machen muss, um mich da reinzudrängen. Also wenn es nicht geht, dann muss ich einfach weiter, ich muss mich da reinbringen. Auch mit das ist es. Thank you.
dachte einfach ab irgendwann, ich habe da tagelang auch drüber nachgedacht und dann dachte ich, also ich finde nicht, dass diese Menschen anderen irgendwas wegnehmen oder irgendwie hattest du gesagt, dass die, wenn die natürlich in Deutschland kommen, dann andere Flüchtlingsorganisationen, Aktivisten und so weiter dann im Hintergrund rutschen, finde ich gar nicht, weil die substanzielle Arbeit machen und das ist nach wie vor so. Man muss auch nicht überall im Feuilleton stehen, um diese Arbeit zu machen. Und ich finde auch, dass eigentlich das Terrain, das sie bespielen, ja, da gibt es ja auch genug dann Figuren, die sie hervorrufen, die dann dagegen reisen, wie halt ein Senator oder so und die Polizei. Und das ist ja auch das Feld, in dem sie sich irgendwie verordnen, sich dann eignen. Also ich hatte das Gefühl, ja, dann sollen die mit dem Henkel sich auch
just listening to this conversation, this discussion, I think was, you know, made for white Germans by white Germans, and then I think, you know, there are other sorts of things I'm involved with, and it's like made for, you know, it's like by Turkish Germans, for Turkish Germans. There's Opferfest going on, and you know, you go there, it's like mostly Muslims, but really the idea is to bring different people together. I am really, really curious about the Venetian because I think preaching to the choir is a common issue, a common problem. It would be so nice to have people here and they're not only saying, what are you talking about? What? Like, yeah, sure, white people for white people, that makes sense. Basically, people who disagree. I have a manifest of Offenheit and I in diese in such in such conferences and symposiums. I think networking with the other is probably a very, very important part of all of this. Have to say much for most of us to know, you know, there are a lot of ideas about what feminism
So we had to stop the conversation at some point and say, okay, we're all in different spaces. That's all right. Let's move forward in this way, right? But it was a two-day workshop that led, in part, at least, to the symposium. So I think it's very, I would caution in saying that just because you've organized something that is for and by certain identifying characters, that all of those people are going to agree about the realities of their experience. So there's always room to, it depends on what the intention is that you set. Have you set an intention of educating? I'm tired of educating sometimes. I don't always want to educate. When I'm invited to speak on a panel, I'll educate them. If I'm creating my own space, I want to be able to start somewhere else. So I think it's about really what the intention is of a particular event or workshop. If you're coming together to decide this is how we can act and create, that's something different than, reaching out the hall. So. I just have to say that it did not work. I agree very much. Stacey said a lot of what I wanted to say, and Sandrine also. And I also wanted to add, Sandrine, I always learn an incredible amount. Every time I come to one of your talks, I learn something. Always! Because I know you're very humble, so I wanted to say that, for example, what I really like about what you often do is you bring in an example of something that I would not hear anywhere else, like the story of the woman who passed and escaped slavery by doing this performance. If I was in a context where the conversation had to begin somewhere else to bring everybody on board, I think I would never hear these stories in such a setting and get to discuss them at this level and to talk and to reclaim with critical whiteness as a concept or something that black people do and perform every day, something that my children do, something I discuss with them at the breakfast table. Those kinds of things don't get discussed if we're always pitching the event, trying to bring everybody on board or trying to bring completely opposing voices on board. So I do see that there is a necessity to have those spaces too, but I'm very, very grateful for these ones. I'm really grateful. And the coffee breaks. I'll just be really quick. I really appreciate spaces as well. That was not what I was saying. I do want to go places where I can, open up my pants, but people just be like, oh my god, I can be careful, and I don't start from the beginning. That was not what I meant. I understand the need for these spaces, because as you said, everywhere else is already the other. You don't need to create those spaces in which, you're in the other, because everywhere else is. But I guess I mentioned that in the context of four white Germans by white Germans, and I feel